Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Deponia Doomsday. Test, Test? Nee. Was? Keine Ahnung. Wollen wir loslegen? Ja, wir sind schon dabei. Ja, wir haben ja jetzt eine Weile Pause gemacht. Ja, nach einer ganz kurzen neunmonatigen Pause. Ja, wir mussten noch warten, bis Rufus entbunden hat oder so. Nee. Ja, Rufus nee, ist 9 Monate geworden. Ist es tatsächlich her, dass wir die letzte Folge aufgenommen haben. Und naja, wir sind zurück. Wir feiern unser großes Comeback als Sherlock Rufus, der große Detektiv, der jetzt hier irgendwie am mit Tatort Aluhut. Hier. Ach nee, ne? Er braucht ja gar keinen Aluhut, den weil hat er ja eine Platte im Kopf hat. Naja, genau, jetzt müssen wir die Spuren des rosanen Elefanten suchen, um ihm auf die Schliche zu kommen. Und das geht so. Durchsuch mal da. Ich hab Lass ja noch meinen bitte Tee. Nicht so lange hier aufhalten. Der Elefant könnte noch in der Gegend sein. Nur das wollen wir doch hoffen. Ich werde ihm einen Knoten in seinen hässlichen, faltigen Rüssel machen, damit er sich immer daran erinnert, dass man sich besser nicht mit einem Rufus anlegt. Er ist definitiv noch hier. Ich bin mir jetzt sicher. Was auch immer ihr da gesehen habt, reist durch die Zeit. Er ist uns also immer einen Schritt voraus. Oder hinterher. Schwer zu sagen. Ich glaube, der wird wieder schlecht. Schlupf runter, Tuck. Es geht auf Elefantenjagd. Elefantenjagd. So, jetzt kick mal. Also da ist ja etwas, was mich ganz, ganz deutlich anlächelt. Und zwar diese rosa leuchtende Chat. Was ist denn mit dir los, Tuggy? Der hat Zuckung. Der hat... Zittert regelrecht vor Wissensdurst. Und ich als sein Auszubildender habe nicht vor, ihn zu enttäuschen. Elektrolytemangel. Hast du auch gut auf? Aber du hast doch noch gar nichts gemacht. Werde ich auch nicht, wenn du weiterhin nur rumalberst. Was? Ja, jetzt guck dir doch mal die Scherben da an. Ja, okay. Ich war schon ganz ungeduldig. Er zittert schon wieder. Hä? Hat geklickt. Leuchtende Stelle. Ja, nochmal auf die leuchtende Stelle klicken. Seltsam. Hier leuchtet die Scherbe. Wirklich? Dann muss es dort eine Strahlungsquelle geben. Abwarten. Ja, steck erstmal die Scherbe in die Tasche. Bolla. Was sind denn die Boller? Fetzen! Aha, Elefantenhaut. Soweit ich weiß, häuten sich Elefanten nicht. Ja, ja. Erst nicht an rosa Elefanten glauben und plötzlich ein rosa Elefantenexperte sein. Also für mich sieht das nach einem ordinären Stofffetzen aus. Ja, und was ist mit diesem geheimnisvollen Leuchten? Ich tippe auf Tachyonenstrahlen. Sie entsteht, wenn Materie rückwärts durch die Zeit bewegt wird. Ich messe Spuren davon in der ganzen Umgebung. Und die Brechung an der Scherbe rückt sie ins sichtbare Spektrum. Wenn ich eine Vorlesung hören wollte, würde ich mir ein Ticket für die Uni kaufen. Es gibt keine Tickets für die Uni. Nur eine Numerus Clausus. Genau. Und in der Klimbim-Nacht kommt er über die Dächer gesegelt und verteilt Geschenke. Also wenn du diesen Käse deinen Studenten beibringst... Moment. Sagtest du Spuren? Sagte ich. Aber natürlich. Mit der Scherbe können wir die Tatzelwurmstrahlung sichtbar machen. Kommt. Ich habe eine Idee. Ach, was ist so ein Spacken? Die Tatzelwurmstrahlung. So, jetzt müssen wir die Spuren suchen da. Ach, guck mal, ich habe sie gefunden. Die rennen da hinterher, okay. Ja. Also wir folgen jetzt den Spuren durch. Und dann hier, da. Ja, dann kommt sie vorne wieder raus. Da. Aha! Dann. Ach so, hier wieder hoch. Ja, okay. Mhm. Dann hätte Tuck den doch aber sehen müssen. Ja, wahrscheinlich ist er durch die Zeit gereist und dann weiß ich nicht was. Ach so, jetzt ist er eigentlich hier genau vor uns.
Ja, das ist. Knickt das hier weg, ne? Nach da? Nicht? Oder hier hin? Huch, weil die vierte Schabe. Nee. Müsste eigentlich noch ein Stück nach vorne gehen, oder? Nicht? Oh Leute, lass mich doch mal die Spuren in Ordnung richtig sehen. Oder geht das wieder zurück? Ich dachte, das knickt hier so nach oben hinweg. Aber da sehe ich auch nichts. Na, wir gucken mal, irgendwo werden die ja sein. Ah, oder drehen die sich einfach nur ganz um? Nee, ich sehe aber nicht, welche die zurückgehen. Aber vielleicht doch. Ja. Ah, wir haben neue Spuren, die hier zurückgehen. Mhm. Ja, Elefant, du wolltest uns verarschen, aber Rufus ist ein zu crazy krasser Detective. Jetzt. Mh. Aha, hier. Ah. Zu Bernards Hütte. So, wo ist das? Chronoka! Achso, das kennen wir schon. Sag mal, wo rennt denn der lang? Ey, kann er nicht den regulären Weg nehmen? Über den Schrotthaufen und einmal drumherum. Da irgendwie oben am Mast lang gekraxelt. Ihnen wird zur Last gelegt, sie hätten an dem Mast gesägt. Oder so. Genau jetzt zur Kreuzung. Ah. Tuse Kreuzung! So. Aha, hier geht's noch weiter. Der hat also drei Zehen pro Fuß. Ui, da ist er geplatzt! Geht bestimmt noch weiter. Ja, aber wo? Ach, da unten! Hä? Hat er nur gekackt, vielleicht? Er wollte seine Spuren verwischen, aber nicht vor dem genialen Rufunden. Oh, hör auf mit Rufunden. Ich weiß immer noch nicht, woher du das hast oder wie du drauf kommst. Ich auch nicht. Guck mal am Kaktus. Da ist nix. Da ist was! Ein Hebel. Huch, wo sind die anderen beiden? Ein geheimer Hebel. Nebelse Kräte. Holde Narren und Barhalesen, ich präsentiere das geheime Elefantenversteck. Yay. Okay, jetzt mal ernsthaft, Mike. Wie machst du das immer mit diesen Ach egal, es gibt wichtigere Geheimnisse. Wo ist denn der überhaupt? Bleibt hinter mir. Wow, das müssen Reste der verlassenen Mall sein. Mit Betonung auf verlassen. Genau, es ist niemand hier. Lasst uns gehen. Einen Moment noch. Seht ihr die Tunnel da? Das Wesen hat sie benutzt. Und das kann noch nicht lange her sein. Dann ist er vielleicht noch hier. Hurra. Da speichert das Spiel. Ein Porzellanelch. Ja, kannst du ja mal so ein bisschen umgucken. Was für ein pseudopolitischer Unfug. Ja. Ein bisschen seltsam. Porzellanrufus? Hey, wie cool ist das denn? Den holen wir uns. Noch nicht. Ich werde diesen Schadelefanten finden. Und wenn es das Letzte ist, was ich tue. Golden. Oh, ein Schnabeltier. Ja. Voll bescheuert. Mann, die Schnabeltiere sind überhaupt nicht bescheuert, du Schwachkopf. So, das. Er wird mir doch nicht gerade jetzt nüchtern werden, wo ich ihn am dringendsten brauche. Hier ist ja, dann mal in die Tunnel rein, ne? Spannend, ja. Ein bisschen zu spannend für meinen Geschmack. Also ohne Waffe bleibe ich nicht alleine hier. Oh. In Tunnel sagst du? Na gut. Ohne Waffe bleibt er nicht da, sagt er. Also los, ich gehe hier lang. McChronicle, du nimmst den anderen Weg. Und was ist mit mir? Du bewachst den Eingang. Wie denn? Alleine bekomme ich wenigstens eine Waffe. Was denn für eine Waffe? Na, eine Waffe halt. Ich habe mich heute schon genug verprügeln lassen. Aha. Okay. Eine Waffe will er haben. Hier können wir dann auch nicht hin, oder was, oder wie? Nö, das ist ja das gleiche. Mac, ich schon.
aber... Ich bleibe nicht alleine hier. Nicht ohne Waffe, um mich im Ernstfall zu verteidigen. Ja, dann brauchen wir erstmal eine Waffe wohl für die Elefantenjagd. Ja, da wissen wir ja, wo es die gibt, aber nicht, wie wir die kriegen, ne? Also... In Kuwait. Ih, die Kotze ist noch da. Kann das mal jemand wegwischen, bitte? Die Waffe steht ja genau, hier steht die ja. Da, die Wumme. Ja, aber dafür... Ach, naja, gut, kannst ja noch mal gucken. Was macht der da überhaupt Ekliges? Er grillt. Ist doch Grilldonnerstag. Kann ich mir die Elefantenbüchse ausleihen? Was macht der? Nein, die verleihe ich nur an andere Großwildjäger. Ich bin zufällig Großwildjäger. Wenn du Großwildjäger wärst, dann wüsstest du, dass Elefanten Kinderkram sind. Viel zu einfach zu treffen. Die Profis jagen kleine Tiere. Enten. Oder dazu reicht so eine Wumme nicht aus. Da braucht man schon sowas wie ein Hochpräzisionsblasrohr. Viel präziser. Leider sind mir aber die Pfeile ausgegangen. Und die Blasrohre. Und die Bienen, aus denen das Nervengift gewonnen wird. Okay. Ja, also er will ein Hochpräzisionsblasrohr oder was? Ja, oder wir brauchen halt etwas, das uns als Großwildjäger ausweist. Ja. Düm, 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 düm. War das nicht hier beim Faulobslegen der Preis? I think schon. Kannst ja nochmal mit Wenzel schnacken. Das ist entweder mein alter Sidekick Wenzel oder eine sprechende Kürbislaterne. Sehr witzig, Rufus. Hey, Wenzel. Hey, Rufus. Lust auf eine Partie Faulobst legen? Faulobst legen? Das klingt aber gar nicht ja, lustig. Ja, los, krieg an. Ich muss weiter. Mein Mantel nimmt langsam den Geruch deines Faulobstbottichs an. Achso, wollte ich die anderen Sachen fragen? Hey, Wenzel. Hey, Rufus. Ja, ich weiß ja nicht. Eine Partie Faulobst legen? Wie weit du jetzt nochmal nachforschen willst. Als sollte da jemand ein dickes Buch mit aufs Klo nehmen. Es ist ganz einfach. Jeder Spieler versucht als erstes, drei Früchte seiner Sorte in eine Reihe zu legen. Ohne Handschuhe? Da bekommt man ja schon Pusteln vom Hinsehen. Ja, das größere Problem sind die Ratten. Die Viecher sind einfach verrückt nach dem Faulobst. Igittigit, warum sollte irgendjemand da mitspielen? Weil der Gewinner ein kaum gebrauchtes Kleinwildjäger-Diplom aus dem Nachlass des Vorjahres-Champions erhält. Darum ist das Spiel auch ab 18. Naja, und weil jeder Teilnehmer automatisch an der Erwachsenen-Tombola teilnimmt und am Infektionskrankheiten-Roulette. Ja. Na dann. Na dann, lass uns spielen. Hast du einen Gegner? Ich? Ja, genau. Was ist mit dem Rattenjunge? Der darf nicht mitspielen. Rattenjunge ist ha? So geil. Warum nicht? Weil er noch zu klein ist. Sprach oh, der Gartenzwerg. Mann. Warum kann der Rattenjunge nicht mitspielen? Weil er noch zu klein ist. Sprach der Gartenzwerg. Achso. Zeig's ihm, Rufus. So. Ich muss weiter. Ja, jetzt Ein müssen Mann wir irgendwie... Langsam den Geruch deines Faulobstbottichs an. Irgendwas suchen, womit wir aus dem Rattenjungen einen augenscheinlichen Rattenmann machen können. Du kannst ja nochmal in die Kneipe da gehen zu Lonzo. Lonzo! Ich komme. Ich bin fast da. Ne? Achso, genau. Lotti ist ja Lotti geworden. Hier konnten wir den Pfeil zumindest schon mal holen, ne? Ja. So, was gibt's hier noch? Da ist der. Strohhalm und ein Glas und ein Bad und das war's hiervon, was man sehen konnte. Ne? Irgendwie, wir hatten ja letztes Mal den Pfeil geworfen, damit wir den Stromumkehrer gewinnen, um Eiswürfel zu holen. Soll ich nochmal werfen? Ja. Zabbeli, zup! Au! Oh, schön. Ja, leider daneben. Was? Nee, unmöglich. Komm mir nicht so. Ich habe alles genauso gemacht wie beim letzten Mal. Ach, Rufus, man kann ein gutes Spiel halt nicht einfach so reproduzieren. Aha, na, das werden wir ja sehen. Also, wir haben da ja eine Ente drauf. Und der Typ meinte ja, der Grill-Heini meinte ja, dass
man Enten am besten mit einem Hochpräzisionsblast vor. Ne? Jagd. Haben wir irgendwas, womit wir ein Blasrohr bauen können? Der mit Strohhalm. Und ja, was noch? Also Scherbe ist schon mal sinnlos. Höha. Damit könnt ihr euch ein prima Blasrohr basteln. Wenn ich ausreichend Zeit und Ruhe und endlich ja, das Gefühl das muss in meine Fingerkuppen zurückkehren, vielleicht hätte Grilltyp ich doch nicht mit in einem Knallgasschlot einschlagen was? Sollen. Was zur Hölle? Naja, er will anscheinend keinen. Ach so, müssen wir ihm nur die Zutaten geben. Genau. Aber wir brauchen dafür ja noch die Bienen. Dann brauchen wir noch die Bienen. Ja. Müssen wir mal gucken, wie wir an die Bienen kommen.